Und es geht weiter mit Let's Play Dark Messiah. Wir müssen uns jetzt mit Leanna treffen, aber... Wo muss ich hin? Hier hin? Oh ja, das sieht gut aus. Leanna! Versuch lieber ein Tor anzuheben. Lass uns den Schädel holen und verschwinden, bevor Arantir... Bevor Arantir seine verkohlte Nase hier reinsteckt. Er geht voran und schaut, ob es ungefährlich ist. Es wird schon ungefährlich sein, beeil dich nur. So viel Macht. Wow! Wir kennen diese Viecher. Ah, das Schwert, es brennt sie nieder. Nun mach schon. Nein! Leanna! Ein Jahr, das ihr mir in die Quere kommt, Mädchen. Aus euch hätte ich was wissen können. Leider habt ihr euch für die falsche Sache entschieden. Oh, das tut mir leid. Garantiere! Für dich, mein Lieber. Aber du konntest nichts tun, um sie zu retten. Außerdem, ganz unter uns, sie war nicht dein Typ. Dafür wirst du büßen, Garantiere. Lauf! Ja, lauf, ihr Schatz. Du wirst dafür büßen, Arantir! Kapitel 6, der Altar des Schädels. Jetzt auch noch Leanna, ich hinterlasse eine Spur von Leichen, aber meine Widersacher ebenso. Ich konnte gegen Arantir nichts ausrichten, aber ich weiß, dass er den Schädel haben will, und das heißt, er darf ihn nicht bekommen. Ich wünschte nur, ich wüsste, warum jeder unbedingt haben will. Ich habe so das Gefühl, dass Xana es weiß. Eigentlich glaube ich sogar, dass sie eine Menge weiß und mir nichts erzählt. Ja, das glaube ich auch. Sie kennt meinen Vater. Warum hat sie mir nichts erzählt? Okay, findet den Schädel der Schatten. Wir müssen näher heran. Es gibt bestimmt eine Inschrift. Darüber. Okay, aber zuerst will ich noch was lernen, und zwar Telekinese. Und danach den Heilenzauber. Telekinese kann uns noch nützlich sein. Okay. Sieht alles sehr alt aus hier. Da! Sieh doch, die Spinnenstatue. Wir müssen näher heran, um zu sehen, wie sie funktioniert. Aua. Ah! Zombies! Ich brenne euch nieder! Vielleicht muss ich... Ups. Okay, das war doch schon mal ganz lustig. Ich muss den wegschießen. Ah! Hör mal zu! Du legst dich mit dem Falschen an! Ah! Ich hab genug von euch. Muss ich da nicht irgendwie was wegschießen? Auch nicht hier? Nein. Okay.
Ups. So, nun. Vielleicht mit Telekinese? Nein. Ach, da mache ich es einfach wieder selbst. Auf meinem Seilbogen ist Verlass. Ja. Dann gucken wir uns mal die Spinnenstatue genau an. Siehst du die Inschrift? Die vier Vertiefungen sind für die vier Edelsteine. Orgasch weiß, wo das Gesindel sie in diesen Gruften versteckt hat. Okay, ich muss also vier Edelsteine finden. Hier ist es, hinter dieser Tür. Kannst du es spüren? Nein, ehrlich gesagt. Setz den Mondkristall in den Schwindkopf ein, um die Krypta zu betreten. Um in den Schrein des Schädels der Schatten zu gelangen, bringt die folgenden drei Aspektjuwelen zurück. Herz der Matrone, bei den Knochen eines gefallenen Propheten. Seele der Vettel, unter dem Grab des Führers der Blutkriege. Auge der Maid, in den Mauern der Krypta. Aha. Das sagt mir leider noch nicht allzu viel. Jetzt müssen wir herausfinden, wie man diese Tür öffnet. Und ich weiß auch nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Das Licht. Gehe ich einfach mal wieder runter. Okay, was ist denn hier? Aha. Wow. Das war ja leicht. Ich habe einen der Kristalle schon gefunden. Was werfe ich dafür weg? Den Stahlbarren. Aha. Gut, dann gehen wir zurück. So. Ich schätze, der kommt hier hin, oder? Ja. Haha. Und wir können endlich den heilen Zauber. Juhu. Genau das habe ich gebraucht. Überlegenes Nagerschwert. Ey! Schmeißen wir die Nachricht weg. Plus 6! Ja, ja gut, unser Erdfeuerschwert ist aber trotzdem besser. Verschwinde! Ich glaube, ich muss hier rauf. Oder? Zombies! Gift, ich hätte es wissen müssen.
Wo ist mein Gegengift? Da. Ah! Das hasse ich an dieser... an diesem Teil des Spiels. Die Gruft. So viele Mist-Zombies. Na gut. Scheint, als würden wir hier lange nicht rauskommen. Es wird ein sehr nerviges Unterfangen. Aber ich hoffe, ihr guckt trotzdem zu. Okay, bis zum nächsten Mal.